Return into a cytocycle and fight your way back to normality. Relive Maxwell's Rehab, the multi-award winning brain dance from Fourth Wall Studios. Wir beginnen jetzt mit den neuesten Lokalnachrichten. Der 54. Jahrestag der AHQ-Katastrophe steht nun kurz bevor. Im Jahre 2023 wurde Night City erschüttert, denn damals detonierte ein taktischer Nuklearsprengkörper. Ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir. Die Stadt läuft heiß. Ich weiß, er kann reden wie ein Wasserfall, aber ich muss deinen Kumpel kurz entführen. Was soll das? Gibt es ein Problem? Wie? Wieso? Was tun wir hier? Das erfährst du bald. Ich habe selbst ein paar Informationen beschafft. Weißt du, wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade ehren wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Yorinobu ist ein schlaues Kerlchen. Die Parade soll seine Bindung zu Arasaka und seinen Werten unterstreichen. Und nebenbei seine Position stärken. Er ist durchtrieben. Das gebe ich zu. Japanische Tradition ist nur ein Aspekt. Yorinobu will auch seine Macht demonstrieren. Die Festwagen werden schön sein. Aber ein geschultes Auge wird darin eine geheime Botschaft an seine Feinde erkennen. Ach ja? Und die lautet? Ich bin hier, Gumindomo. Passt lieber auf. Nicht gerade subtil, oder? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sieh nach oben. Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. Wenn ich irgendwie auf Hanako-samas Wagen kämpfe, könnte ich unter vier Augen mit dir reden. Und wie? Na, indem ich springe. Das kriegst du nie hin, Goro. Das könntest du nicht mal, wenn du noch all deine Implantate hättest. Moment, Vieh, nicht so voreilig. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt, im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie vor. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren. Kurz bevor ich hineinspringe. Ganz ehrlich, Netrunning ist nicht so meins. Und meins noch weniger. Ich habe einen infizierten Splitter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Es gibt noch was zu besprechen. Den Wagen zu kapern ist eine Sache, aber die Security macht mir Sorgen. Besonders die Scharfschützen. Ich werde ein leichtes Ziel sein. Aber ich könnte die Lösung haben. Okada erwähnte die Stadtkameras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sie. Klar doch. Ich muss mal wieder die ganze Drecksarbeit erledigen. Wollen wir tauschen? Was willst du hier sagen? Hä? Hallo, ich bin Vi. Ich mag Sushi. Hanako-sama kennt mich. Nur ich kann das tun. Und nun, was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Spritter?
Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Hm. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen zischen? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los! Es hat funktioniert. Und? Ich bin ein Dieb, oder? Sagst du doch immer. Nicht ohne Grund. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Ich habe seit gestern nichts gegessen. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Jagdtoll. Irgendwas, das nicht von hier ist, bitte. Morgen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Er braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Er ist nicht auf der Höhe, klar. Aber selbst ohne Implantate könnte er uns fertig machen. Woher willst du das wissen? Hast du ihn in Aktion gesehen? Nein. Ich weiß es einfach. Wie er geht. Und sein Blick. Wir reden später weiter. Was ist das? Jagdtolli. Okay. Ich habe alles durchgebracht. Erstens. Wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festmahl. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Ist das dein persönliches Seppuku-Ritual? Was? Wieso? Soweit ich das sehe, bringt uns dein Plan beide um. Wüsste echt gern, warum. Das Risiko ist hoch, ja. Aber welche Wahl haben wir? Hanako-sama ist unsere einzige Chance. Du hast nichts zu verlieren, wie ich. Ich sehe es in deinen Augen. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Was machst du denn? Lass ihn nicht von der Leine! Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ich komm mit. Hm, stimmt. Und du mit deinen Fähigkeiten. Mit deinem diebischen Geschick. Gut, wir machen das gemeinsam. Hoch, lauter, lauter! Ja, höchstpersönlich. Präsident Mayas versteigt dies als das Hindernis zwischen sich und absoluter Macht. Und die sich ihm ergeben. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung meines Partners? War das keine Provokation? War das nicht eine? Arasaka, ein Imperium für die Ewigkeit.
bevor Yorinobu es von innen angezündet hat. Alles begann mit ihm. Die Fraktion, die Machtkämpfe. Das alles ist so. Der Tod des Alten muss die Fraktion gegeneinander aufgebracht haben. Und genau das ist auch passiert. Wie sieht die Machtverteilung aktuell aus? Sie wollen Stabilität und die alte Ordnung. Sie stehen fest hinter Hanako-sama. Hato sind Liberaler und unterstützen Michiko-sama, Saburos Enkel. Über sie weiß ich nur wenig. Die Dritten im Bunde sind Taka, Verräterhunde, die hinter Yorinobu stehen. Und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen. Erzähl mir ein andermal von ihnen. Woher hat Yorinobu diese rebellische Ader? Das weiß keiner. Vielleicht kann ich ihn das bald fragen. Persönlich. Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Hanasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu. Für seine Tochter. Für Yorinobu und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte. Hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Schließlich. Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Sieht aus, als würde sich das jetzt ändern, solange Hanako unsere Version der Ereignisse glaubt. Vielleicht können wir ihr ins Gewissen reden, wenn sie eins hat. Das müssen wir zu ihr. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Verschwinden wir. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bitte beerdigen Sie uns bald wieder. Sägemehl und Plastik.